Hallo, heute möchte ich euch gerne 9 Tipps verraten, mit deren Hilfe ihr mit Sicherheit die nächste Elektrotechnik-Klausur richtig gut bestehen werdet. Tipp Nummer 1. Gerade am Anfang lernt man in der Elektrotechnik so eine Handvoll Regeln, die man vielleicht am Anfang nicht so besonders ernst nimmt. Das sind die Stromteilerregel, Spannungsteilerregel, Maschenregel, Knotenpunktregel und das Handhaben von elektrischen Quellen. Diese Dinge sind absolut fundamental und bitte bleibt da dran, gerade am Anfang lernt diese Regeln wirklich auswendig. Das sind relativ einfache Formeln. Natürlich gehören die auch irgendwie auf die Formelsammlung drauf, aber es macht wirklich Sinn, diese Dinge auswendig zu können. Und übt so viel, wie ihr könnt. Ihr bekommt sicherlich von eurem Professor dazu einige Übungsaufgaben. Ansonsten findet ihr natürlich im Internet und in Büchern jede Menge dazu. Meine persönliche Erfahrung ist die, sowohl bei mir selber als auch bei anderen, dass diese absolut fundamentalen Regeln in der Elektrotechnik gerade am Anfang, gerade an THs und Universitäten, viel zu kurz kommen. Die werden praktisch gar nicht geübt. Das wird dann einmal erwähnt, dann gibt es dann ein paar Übungsaufgaben dazu, führt dann dazu, dass sich das einfach nicht in der Festigkeit im Gehirn verankert, wie es eigentlich sein müsste. Also bitte geht hin, übt speziell diese Dinge, ich habe sie hier noch einmal zusammengefasst, Widerstände zusammenfassen gehört übrigens noch dazu. Umso leichter werdet ihr es später haben bei den Aufgaben, wo ihr elektrische Netzwerke analysieren müsst. Elektrische Netzwerke kommen eigentlich in allen Klausuren dran. Es gibt ja immer eine gewisse Diversifikation von Uni zur Fachhochschule zur TH, was so die Themen angeht, was in der Elektrotechnik abgefragt wird. Aber diese Dinge, die gibt es wirklich überall. Die kommen bei allen vor, bei allen Professoren, in allen Vorlesungen und auch in allen Elektrotechnik-Klausuren. Also geht bitte hin, lernt diese Regeln, übt sie. Es wird sich wirklich lohnen. Tipp Nummer 2. Ihr dürft ja wahrscheinlich bei eurer Elektrotechnik-Klausur eine Formelsammlung benutzen. Entweder der Professor gibt euch diese vor, andere Möglichkeit ist die, dass ihr euch selber eine Formelsammlung schreiben dürft. Mein persönlicher Tipp an euch, fangt damit so früh wie möglich an. Denn wenn ihr die Klausur schreibt, ist es absolut fundamental zu wissen, wo steht da welche Formeln. Meistens schreibt man natürlich in ganz mini klein, damit da auch viel drauf passt auf die Formelsammlung. Und deswegen macht es Sinn, wenn man Übungsaufgaben rechnet, sich immer diese Formelsammlung daneben zu legen. Dann lernt man, dahin zu gucken, da lernt man die Formeln zu finden, weil in der Klausur, ich verspreche es euch, zählt wirklich jede Sekunde. Macht euch also die Mühe ganz am Anfang, schreibt die Formeln irgendwie auf DIN A4 Blätter. Das muss auch gar nicht besonders schön sein, weil ihr könnt dann zum Schluss im Januar oder im Februar, wann immer eure Klausuren sein werden, das noch ein bisschen anhübschen. Macht das auch so, dass ihr pro DIN A4 Blatt immer nur auf eine Seite die Formeln schreibt. Dann könnt ihr nämlich hingehen, später mit einer Schere die Seite auseinanderschneiden, das Ganze vielleicht ein bisschen komprimieren oder noch so Streifen einsetzen, wenn ihr festgestellt habt, aha, da fehlt noch die ein oder andere Formel. Tipp Nummer 3. Auch wenn ihr eine Formelsammlung in der Klausur benutzen dürft, ist es trotzdem gut, wenn ihr gewisse Dinge einfach auswendig könnt. Zum Beispiel die Spannungsteilerregel, die euch ja sagt, wie teilt sich eine Spannung auf, die über so und so viele Widerstände abfällt. Wegen der Spannungsteilerregel solltet ihr wirklich nicht auf die Formelsammlung gucken. Natürlich steht sie wahrscheinlich da irgendwo drauf in irgendeiner Ecke. Aber das ist viel zu kompliziert und dauert viel zu lange, weil da muss man hingucken, das Gehirn muss das aufnehmen und dann muss man das ausrechnen und auch zu Papier bringen. Viel schneller ist es, diesen Sachverhalt direkt aus dem Gehirn abzurufen. Dasselbe gilt für Stromteilerregel, Knotenregel, Maschenregel, auch elektrische Quellen. Das sollte man einfach durch pures Hingucken direkt lösen können. Tipp Nummer 4. Das ist jetzt so nichts Neues. Man weiß, das menschliche Gehirn lernt am besten durch Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. In der Elektrotechnik gilt das in ganz besonderem Maße. Mein persönlicher Eindruck war immer der gewesen, dass in der Elektrotechnik viele verschiedene Bereiche im Gehirn gleichzeitig oder dicht hintereinander abgerufen werden müssen. Und deswegen ist es hierbei besonders wichtig, viele Aufgaben zu rechnen, ganz oft zu wiederholen, weil dann
werden allmählich so diese Fächer und Schubladen im Gehirn einerseits gefüllt und andererseits auch daraufhin konditioniert, das innerhalb einer ganz kurzen Zeit abrufen zu können. Die Klausuren sind meistens 60 Minuten oder bis 90 Minuten und das geht wirklich wahnsinnig schnell rum, diese Zeit. Und deswegen ist es wirklich gut, wenn man wirklich vorher geübt hat, auch auf Geschwindigkeit zu arbeiten. Meine persönliche Erfahrung war die, wenn ich zum Beispiel für eine Aufgabe, die jetzt ein bisschen länger war, 30 Minuten gebraucht habe beim ersten Mal und habe das dann 2-3 Tage später nochmal wieder versucht, dann lag ich vielleicht so bei 12 bis 15 Minuten und beim dritten Mal dann vielleicht bei 8 bis 9 Minuten. Und eine weitere Steigerung war dann eigentlich dann nicht mehr zu verzeichnen. So, das ist so diese übliche Lernkurve. Das ist eigentlich bei allen Menschen so, nicht nur bei mir. Und deswegen also mein Tipp an euch, wenn ihr Übungsaufgaben bekommen habt von eurer TH, von eurer Fachhochschule, macht die mindestens 2-mal, idealerweise 3-mal, zu mehr hat man meistens sowieso keine Zeit. Gut sind natürlich auch immer alte Klausuren, Bücher, das Internet ist voll mit Aufgaben und es ist auch wirklich wichtig, fangt so früh wie möglich damit an. Also wenn in der Elektrotechnik die Leute hingehen, lernen 3 Tage vorher, das geht in 99% aller Fälle schief. Und diejenigen, die das schaffen oder sagen, die haben das so gemacht, sind meistens die, die aufgrund ihrer Ausbildung als Industrieanlagenelektroniker oder so einfach so gute Vorkenntnisse mitgebracht haben, dass die sowieso mit den meisten Themen so gut vertraut waren, dass es für die ausreicht, sich das 3 Tage vorher einmal anzugucken. Aber wenn man Abitur gemacht hat oder hat eine Elektrotechnik fernere Ausbildung absolviert, ist es mit 3 Tage vorher lernen einfach nicht getan. Immer jeden Tag so ein bisschen, dann kann sich das im Gehirn verfestigen. Dann sind die Dinge auch abrufbereit. Also das ist auch, was ich häufig beobachtet habe, dass die Leute das gelernt haben und haben es auch verstanden und gekonnt, konnten es zu Papier bringen, aber man einfach entschieden zu langsam. Ne? Tipp Nummer 5. Schafft euch einen Karton an, alten Schuhkarton oder irgendetwas ähnliches und da tut ihr alle die Aufgaben hinein, von denen ihr den Eindruck habt, dass ihr die innerhalb einer vernünftigen Zeit nicht verstehen könnt. Bei mir war das damals, ich erinnere mich, das Knotenpotentialverfahren, das hat sich mir irgendwie gar nicht erschlossen, später natürlich in den Folgejahren dann natürlich schon, aber als ich die Klausur schreiben musste, da habe ich die jetzt einfach an die Seite gelegt und weil ich das Gefühl hatte, es frisst mir die Zeit auf und ich verstehe es sowieso nicht. Und der Vorteil ist von so einer Kiste, man weiß, die Aufgaben sind nicht weg. Man hat sie nicht ganz vernichtet, sie sind noch irgendwie da, aber die sind nicht so im unmittelbaren Fokus. Und dann konzentriert man sich besser auf die 99,9% die anderen Aufgaben. Und sollte man dann kurz vor der Klausur noch Zeit haben oder man findet irgendeinen Menschen, der in der Lage ist, einem den Sachverhalt zu erklären, dann kann man das dann ja immer noch tun. Tipp Nummer 6. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist das Wiederholen in der Elektrotechnik von besonderer Bedeutung. Und weil das so wichtig ist, wiederhole ich das hier nochmal, dass das Wiederholen so wichtig ist. Eine gute Regel ist die, dass man pro Tag ungefähr 3 Aufgaben rechnet. Und das möglichst von Anfang an. Das tun natürlich die wenigsten, das ist mir auch bekannt. Allerdings sind diese gigantischen Durchfallquoten in der Elektrotechnik von 85%, das ist ja allgemeiner Durchschnittswert und keine Seltenheit, ist einfach darauf zurückzuführen, dass es nicht machbar ist, wenn man die Elektrotechnikaufgaben nur höchstens einmal selber gerechnet hat oder sie sich hat auch nur vorrechnen lassen. Das bringt ihm wirklich gar nichts. Da ist wirklich Wiederholen wichtig. Und das schafft man einfach vom Zeitmanagement her nur, wenn man möglichst früh anfängt. Also spätestens so im November sollte man hingegangen sein und auch sich eine Struktur verschafft haben, wie man gedenkt zu lernen. Ja, mein Tipp Nummer 7 ist der, wenn ihr lernt, versucht das Ganze im Offline-Modus zu tun. Ich weiß, die Ablenkungen durch Smartphone und so weiter, die sind einfach stündlich immer sehr präsent. Aber wenn ihr schon hingeht und sagt, so, ich lerne jetzt eine halbe Stunde oder ich versuche jetzt mal ein paar Minuten, mich irgendeiner Aufgabe zu widmen oder ich habe sogar 1 Stunde oder 2 Stunden Zeit, dann versucht wirklich euer Smartphone in den Flugmodus zu stellen oder einfach nicht dran zu gehen oder zu ignorieren. Dann kann euer Gehirn sich voll und ganz auf diese Aufgaben konzentrieren. Die Wissenschaft hat nämlich festgestellt, wenn man abgelenkt ist und wendet sich dann wieder den eigentlichen Dingen zu, dann braucht das Gehirn doch länger, als man eigentlich so meint, um sich wieder ganz in die Thematik reinzudenken.
Dann mein Tipp Nummer 8. Nehmt das Ganze vielleicht nicht ganz so ernst. Take it easy. Das heißt, Elektrotechnik kommt ja häufig immer so ernst daher und sehr schwer und mit vielen Regeln und das ist alles sehr schwierig für die meisten. Im Allgemeinen ist es aber so, dass Elektrotechnik gar nicht so schlimm ist. Das könnt ihr mir jetzt vielleicht einfach mal an der Stelle glauben. Die Elektrotechnik bildet praktisch die Natur, so wie sie sich benimmt, ab und drückt das in Form von Formeln und so weiter aus. Ansonsten macht die Natur das alles selber, wie sich ein Magnetfeld benimmt, wie sich elektrische Felder benehmen, wie sie wechselwirken mit Materie, wie Elektronen, warum, wohin fließen. Das ist eigentlich naturgegeben. Das heißt, die gute Nachricht ist die, ihr müsst eigentlich gar nichts auswendig lernen. So die ganz krassen Formeln, die stehen auf der Formelsammlung drauf. Gewisse Dinge werdet ihr irgendwann einfach auswendig können. Und die Quintessenz und die gute Nachricht ist einfach die, es ist alles halb so wild. Auch wenn es am Anfang einen völlig erschlägt. Ich weiß das, es war bei mir und meinen Kollegen damals genau das Gleiche gewesen. Dann hilft euch vielleicht auch die Haltung, selbst wenn ihr durchfallen solltet, davon geht die Welt nicht unter. Es gibt immer noch einen zweiten und dritten Versuch. Wichtig ist einfach, dass man immer dran bleibt, dass man einfach jeden Tag so ein bisschen macht und wenn man den Eindruck hat, dann, dass man gar nichts versteht und steht völlig im Dunkeln, dann ist das erstmal vollkommen normal. Und da wird sich aber irgendwann der Schleier lüften, wenn man einfach immer wieder dran bleibt. In der Elektrotechnik ist das so, wenn man zum Beispiel von der Schule kommt, dann hat man erstmal davon überhaupt gar keine Ahnung im Gegensatz zu Mathematik oder vielleicht Informatik, wo man so eine gewisse Grundidee hat, worum es überhaupt geht. Bei Elektrotechnik hat man erstmal überhaupt nichts, wo man mental anknüpfen kann. Und ich glaube, das ist wohl auch das Problem und daraus resultieren auch diese gigantischen Durchfallquoten. Man steht erstmal völlig im Dunkeln und es braucht erstmal einige Wochen, bis man überhaupt geistig etwas Sicherheit gewinnt oder anfängt, Querverbindungen und Zusammenhänge zu erkennen. Und wenn euer Gehirn euch signalisiert, das ist alles ganz furchtbar und ich kann das nicht und ich werde das nie verstehen, dann glaubt einfach nicht, was euer Gehirn euch darüber bringt. Es ist wirklich so, wenn ihr über einige Wochen hinweg, das ist natürlich Voraussetzung, einfach immer dran bleibt, auch Fragen stellt in den Übungen, in Tutorien und da gibt es auch keine doofe Frage. Und wenn ihr mal im Internet guckt oder es gibt auch bei eBay Kleinanzeigen gute gebrauchte Bücher zu kaufen, so dann reicht es zumindest zum Bestehen. Ihr wollt ja kein Profi werden, die meisten, die jetzt Informatik, Informationstechnik studieren, für die ist Elektrotechnik meistens wie so ein Schreck in der Landschaft, wo die sagen, ich muss das jetzt machen, interessiert mich gar nicht, werde ich auch später im Berufsleben nie mehr so benötigen. Aber ich denke, vielleicht mit einer etwas positiveren Haltung fällt das Ganze schon leichter. Und wie gesagt, das alles etwas locker zu nehmen und nicht als die große Bedrohung hilft sicherlich beim Lernen und beim Bestehen der Klausur. Mein Tipp Nummer 9 an euch. Versucht die Aufgaben irgendwie zu strukturieren. Ich persönlich habe das so gemacht, oben auf ein Blatt die Aufgabe und unten drunter oder hinten dran die Lösungswege. Das kann natürlich auf Papierform oder auch in digitaler Form geschehen. Das ist egal. Der Vorteil ist der, dass ihr dann alle Aufgaben, die irgendwie thematisch zusammengehören, auch zusammenpacken könnte in einem Ordner oder in einem Fall, weil es sind ja irgendwann nicht nur die Übungsaufgaben, es kommen Klausuraufgaben dazu, irgendwelche Aufgaben aus dem Internet und dann kann man das Ganze entsprechend thematisch zusammenpacken. Man gewinnt dadurch auch ganz gut optisch einen Eindruck, wie viel Raum jeweils ein gewisses Thema einnehmen wird. Zum Beispiel ist immer eine Analyse von elektrischen Netzwerken, nimmt meistens immer relativ viel Raum ein. Da hat man also wirklich so einen Stapel Aufgaben, während andere Themen, also an manchen Fachhochschulen oder THs, wird das Thema Kondensatoren oder Magnetfeld relativ kurz und knapp handgehabt. An anderen Instituten wird dem doch mehr Raum zugestanden und die Themen werden sehr ausführlich, sehr breit und auch in großer Tiefe
gehandhabt. Entsprechend muss man seinen Zeitplan, was das Lernen angeht, natürlich auch gestalten und nicht, was weiß ich, ein, zwei Wochen sich mit elektrischen Netzwerken abgeben und dann nur noch wenige Tage haben für diese anderen Themen, die möglicherweise einen weitaus größeren Raum einnehmen werden. Ja, das waren meine 9 Tipps für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Lernphase und ganz viel Glück bei der nächsten Elektrotechnik-Klausur. Vielleicht sehen wir uns einmal später wieder bei einem anderen Tutorial. Das würde mich sehr freuen. Bis dann erstmal alles Gute und tschüss.